Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier in meiner kleinen Technik-Ecke. Heute mit etwas Gartenlärm im Hintergrund, weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Es geht aber heute nicht um einen Gartenartikel, sondern um eine Smartwatch, die ich mal schnell mit euch auspacken möchte. Das Modell LS02 von Aoki. Dabei handelt es sich ja um so einen etwas erweiterten Fitness-Tracker, den wir mit unserem Android- oder iOS-Betriebssystem koppeln können. Und damit dann verschiedene Fitness- und Bewegungsdaten und Aktivitäten aufzeichnen können. Den möchte ich jetzt mal eben auspacken, da die Fahrradsaison auf jeden Fall jetzt so langsam gestartet hat und ich mal hier meine Bewegungen über den Tag mit im Blick halten möchte. Hier haben wir das gute Stück schon mal. So sieht sie aus mit einer kleinen Schutzfolie vorne drauf. Die würde ich sagen, können wir doch direkt mal lösen. Dazu müssen wir erstmal das schöne weiche Silikonarmband hier aufrollen. Das kann man natürlich hier auch tauschen, indem wir hier ganz einfach den kleinen Schieber runterziehen. Dann kann man das hier jeweils rausnehmen, ganz genau so. So, und in die andere Richtung kriegen wir das Armband dann ganz genau, na, mit etwas Gefummel, kriegen wir genau das wieder da rein. Das sitzt wieder drin. Hier hinten seht ihr den Sensor und wie gesagt die Schutzfolie. Die werden wir direkt mal entfernen. Hier habt ihr die Sensorik für Blutdruck und andere Körperfunktionsmessungen. Der andere Teil des Armbands hier natürlich auch abnehmbar. Aoki, Aufschrift, doch haben wir wohl hier auf der kleinen Lasche. Und ja, ansonsten ist das eigentlich eine ganz normale, unauffällige Smartwatch hier mit einem Taster an der Seite. Alles andere wird dann natürlich über die Touch-Bedienung geregelt. Ja, was haben wir ansonsten noch hier in der Verpackung drin? Schauen wir mal gerade. Das hier dürfte wahrscheinlich ein kleines Aufladekabel sein. Genau, ein USB-A auf so einen magnetischen Kontakt hier. Der wird dann hier hinten auf der Rückseite, hier oben wahrscheinlich, ganz genau, das ist der Ladekontakt. Dort zieht sich das auch sofort magnetisch drauf. So kann die Uhr also aufgeladen werden. Das funktioniert auch schön. Und hier unten haben wir dann noch ein kleines Users Manual und außerdem diesen aufklebbaren Schlüssel von Aoki. Was es damit auf sich hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Den können wir uns irgendwo als Deko hinkleben. Hier, wie gesagt, die Bedienungsanleitung, die kommt erwartungsgemäß mehrsprachig. Und da haben wir hier zum Beispiel den deutschsprachigen Lieferumfang, den ich euch gerade live zeigte. Außerdem hier nochmal die technischen Daten mit zum Beispiel der Akkukapazität von 260 mAh. Gewicht 38 Gramm. Und ja, ansonsten sehen wir jetzt hier die ersten Schritte, das Einschalten und dann das Koppeln mit der Aoki Fit App. Das werde ich euch jetzt gleich alles in der Praxis zeigen. Hier seht ihr die Grundfunktionen, die wir drin haben. Und ja, dann geht das auch schon weiter zur nächsten Sprache. Deswegen würde ich sagen, hole ich mir jetzt mal mein Android-Smartphone, in dem Fall rüber installiere die Aoki Fit App und wir schauen mal, wie sich das Ganze miteinander verhält. So, ich habe jetzt die Aoki Fit App mal gestartet und die möchte in allererster Linie hier die Standortrechte haben, um die Uhr gleich orten zu können und natürlich auch ja, die ganzen Sportfunktionen, um unsere Routen zu speichern und sowas, um das zu ermöglichen. Außerdem möchte die Bluetooth einschalten. Das lasse ich zu. Wichtig ist, wie gesagt, auch, dass ihr der Aoki Fit App unter anderem die Autostartrechte gebt. Das tue ich jetzt hier, beziehungsweise habe es schon getan, ganz genau. Das kann natürlich je nach Telefon, welches ihr verwendet, anders sein. Das hier ist jetzt ein Xiaomi-Telefon mit etwas angepasster Oberfläche. Außerdem solltet ihr dafür sorgen, dass etwaige Energiesparmodi bei dieser App ausgeschaltet sind. Das habe ich hier getan. Könnt ihr sehen, hier gibt es keine Beschränkungen. Ansonsten ja, kann es nämlich dazu führen, dass Benachrichtigungen oder sogar auch Fitnessdatenaufzeichnungen nicht korrekt übertragen werden. Ansonsten solltet ihr auch eben sicher gehen, dass die App die entsprechenden Berechtigungen, insbesondere ja, für Standort und die Geräte in der Nähe hat, damit ihr eben auch insbesondere eure Fitnessdaten aufzeichnen könnt. Hier sehen wir erstmal die Startseite, wo wir dann später unsere Schrittziele zum Beispiel direkt sehen können. Hier unten in der Kategorie Gerät müssen wir unsere Uhr jetzt aber erstmal hinzufügen, genau hier. Und wenn wir uns die Uhr nochmal anschauen, die zeigt ja hier einen QR-Code an. Und ja, er hat sie hier schon gefunden, Aoki LS02. Da brauche ich den QR-Code gar nicht scannen. Bekomme hier noch eine Abfrage an der Uhr, ob gekoppelt werden soll. Das bestätige ich mit dem grünen Häkchen. Und dann war es das auch eigentlich schon, glaube ich. Genau, erfolgreich verbunden. Wir sehen hier oben den Akkuladestatus und haben jetzt hier direkt ein paar Grundeinstellungen, die wir vornehmen können. Zum Beispiel die automatisch an die Umgebungshelligkeit angepasste Hintergrundbeleuchtung. Die schalte ich mal aus, da ich die meistens auf das Minimum schalte. Sei denn, ich befinde mich irgendwo in der prallen Sonne. Alarme kann ich hier schon einstellen, kann ich natürlich später auch über die Uhr machen. Und die automatische Abschaltung
der Uhr zum Beispiel, die stelle ich mal auf 15 Sekunden, auf die längste Zeit. Ansonsten kann das ein bisschen nervig werden. Push-Benachrichtigungen möchte ich natürlich gerne auch erhalten. Ja, und da kann ich das Ganze jetzt hier oben erstmal generell aktivieren. Beziehungsweise, ja, ich möchte das gar nicht für alle Apps haben, sondern nur für WhatsApp zum Beispiel. Und ja, das war es auch im Grunde genommen schon. Die anderen Apps, die möchte ich nicht auf der Uhr haben. Ansonsten könnt ihr hier unten auch alle eure Apps auf dem Telefon anzeigen lassen unter Mehr und die dann separat auswählen, damit die Push-Benachrichtigungen an die Uhr weitergeleitet werden. Was haben wir hier oben noch unter dem Einstellungsrad? Dort können wir die Uhr okay auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und ein Firmware-Update anstoßen. Das macht die Uhr aber auch im Hintergrund regelmäßig automatisch und ist auch aktuell schon die neueste Version scheinbar. So, das war die Kategorie Geräte. Da haben wir jetzt die Uhr hinzugefügt. Und ich gehe mal zurück auf die Startseite. Dort ja, sehe ich nach wie vor mein Ziel von 15.000 Schritten. Das ist die Standardeinstellung. Und sehe jetzt hier halt meine zuletzt gemessenen Werte. Da ist noch nicht viel drin, da ich die Uhr noch nicht anhatte. Hier habe ich ein paar Körperdaten eingegeben. Die hatte er mich eingangs abgefragt. Das hatte ich jetzt nicht mitgefilmt. So, ich zeige euch jetzt aber mal die Uhr, würde ich sagen, was wir jetzt damit hier machen können. Wenn die einmal eingerichtet und verbunden ist, mache ich die also mal hier an. Dann sehen wir das Standardziffernblatt mit der Uhrzeit, oben links das Datum, den Wochentag und oben rechts eine kleine Wetteranzeige. Unten die Gesundheitsdaten, aktuelle Herzfrequenz, erreichte Schritte und gelaufene Kilometer, verbrannte Kalorien. Das Ziffernblatt, das könnt ihr ändern. Allerdings sind da nur ein paar wenige drin. Wenn ihr das hier gedrückt haltet, ganz einfach, dann vibriert die Uhr kurz und ihr könnt hier mal nach links und rechts scrollen, um euch verschiedene Ziffernblätter, auch so ein paar analoge hier, so ein paar klassische ganz genau, da ist dann die Kalorienverbrennungszahl irgendwo noch klein damit drin eingebaut. Die könnt ihr euch auswählen, allerdings, ja, da ist schon wieder das erste, ist die Auswahl relativ beschränkt. Das finde ich auch die übersichtlichste Variante hier eigentlich, deswegen lasse ich das so. Auch in der App finden sich leider keine zusätzlichen Ziffernblätter, das finde ich ein bisschen schade, da hätte ein bisschen mehr Auswahl drin sein können. Gut, das ist der Hauptbildschirm, der geht mir jetzt nach 15 Sekunden, wie gesagt, aus. Das hatte ich ja gerade so eingestellt. In diesem kann ich jetzt zum Beispiel von oben herunterziehen, um das Hauptmenü hier, wie beim Smartphone auch, um die Grundfunktionen einzustellen. Zum Beispiel die Hintergrundbeleuchtungsintensität, die kann ich hier direkt mal aufs Maximum stellen, zumindest für dieses Video. Um zurückzukommen, wischt ihr einfach immer einmal nach rechts. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel mit der Taste euer Smartphone suchen, nehme ich an. Das wird dann wahrscheinlich jetzt klingeln oder sich auf irgendeine Art bemerkbar machen. Muss ich hier nochmal drücken. Ja, das Smartphone klingelt und ich kriege es auch wieder aus. So, dann kann ich hier auf Zurückgehen und kann hier noch den Nicht-Stören-Modus aktivieren, damit ich keine Benachrichtigung mehr auf der Uhr bekomme. Und kann hier in die Einstellungen gehen. Dort kann ich wieder die Ziffernblätter auswählen. Das habe ich euch gerade schon gezeigt. Ebenso die Helligkeit. Kann mir Informationen über die Uhr anzeigen lassen. Und ja, da ist nicht allzu viel drin in den Einstellungen. Kann die Uhr ausschalten und in die Werkseinstellungen zurücksetzen. Zurück ins Hauptmenü. Zurück. Achso, nee, da muss ich dann nach oben ziehen. Zurück in das Ziffernblatt. Dann können wir hier im Hauptbildschirm von links nach rechts ziehen. Um den Entspannungsmodus zu aktivieren, wenn ich den starte, ja, dann bekomme ich hier ein paar Instruktionen zum entspannt Atmen, was ich jetzt gerade nicht tue. Außerdem habe ich die Uhr auch überhaupt nicht am Handgelenk. Da werden mir dann hier einige Ein- und Ausatmungsübungen angezeigt. Auch das kann ich wieder mit dem üblichen Wisch nach rechts beenden. Hier bin ich jetzt in der Wetteranzeige gelandet. Warum, weiß ich nicht. Ach so, das war noch hier die Fortsetzung des Hauptbildschirms. Genau, wenn ich den Hauptbildschirm nämlich nach rechts wische, dann bekomme ich erstmal diesen Ruhemodus. Dann die detaillierte Wetteranzeige, auch für die nächsten Tage. Dann die Schlafanzeige, bestehend aus Blau für leichten und Lila für tiefen Schlaf. Hab noch nicht geschlafen mit der Uhr. Außerdem hier nochmal eine schöne grafisch dargestellte Anzeige der Herzfrequenz der aktuellen. Und hier auch nochmal der Fitnessdaten, verbrannte Kalorien, gelaufene Schritte und so weiter. Dann sind wir auch hier wieder im Hauptbildschirm. Wenn ich den nach links ziehe, ach so, ja, dann geht er das Gleiche nur in die andere Richtung durch. Also hier bekommt ihr immer diese Standardübersichten, wenn ihr nach links oder rechts zieht. Wenn ihr nach oben zieht, dann kommt ihr hier noch in ein Untermenü von Funktionen, zum Beispiel den Menüpunkt Sport. Dort könnt ihr ja bestimmte Aktivitäten starten, wie zum Beispiel Radfahren. Da misst er dann die verbrannten Kalorien, die gefahrene Entfernung. Das könnt ihr aber auch über die App machen.
Wenn ich das jetzt hier starte, dann geht es in 3 Sekunden los und wir können in die Pedale treten und unsere Strecke abfahren. Wenn ihr dann die Standortermittlung auf eurem Handy anhabt, dann könnt ihr auch anschließend schön die Route nachvollziehen. Das stoppe ich jetzt mal hier. Genau. Gehen wir zurück. Und was haben wir hier noch in diesem Menü? Ja, die Wetteranzeige hatten wir schon. Die Mitteilungen, die letzten, wenn welche drin sind, habe ich jetzt noch keine drin. Blende euch aber mal gerade ein, wie das aussieht, wenn die Uhr vibriert und zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht eingeht. Außerdem haben wir hier unten noch die Musikeinstellungen. Damit könnt ihr, ja, wenn ihr Musik auf dem Smartphone wiedergibt, hier die grundlegenden Wiedergabesteuerungen benutzen für Playpause, zum nächsten Lied springen und so weiter. Auch das kann sehr praktisch sein, um das Telefon nicht immer aus der Hosentasche kramen zu müssen. Hier habt ihr noch ein paar Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel eine Stoppuhr. Auch das ist praktisch. Außerdem ein Countdown-Zähler, den ihr einstellen könnt. Und ihr könnt wieder das Telefon suchen und ein Atemtraining machen. Ja, das war's auch in diesem Menü hier. Können wir also da rausgehen. Mal eben schauen, wie das geht. Genau, nach ganz unten wischen. Da muss man sich erst ein bisschen dran gewöhnen an die Bedienung. Aber dann hat man das eigentlich relativ schnell raus. Ja, ist von der Bedienung her eigentlich jetzt nichts Überraschendes, wie die üblichen Smartwatches und Fitness-Tracker in diesem günstigen Preisbereich. Ich habe die jetzt ein paar Tage benutzt, bin damit ein paar Radtouren gefahren und die misst meine Fitnessdaten, meine Körperdaten auf jeden Fall zufriedenstellend, würde ich sagen. Da gibt es jetzt nichts, was man irgendwie gesondert hervorheben müsste. Die ist nicht besser oder schlechter als vergleichbare Produkte von anderen Herstellern in dem Preisbereich, wie gesagt, finde ich. Deswegen kann ich euch die, wenn ihr sowas sucht, auf jeden Fall als Einsteiger-Smartwatch-Fitnessarmband auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja, das soll es gewesen sein. Mein kleines Review zur Aoki LS02. Ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid. Wünsche euch wie immer einen schönen Tag, eine gute Nacht oder was auch immer ihr gerade so Feines treibt. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.